Die Handballer des SC DHFK Leipzig reisen am kommenden Sonntag in die Hauptstadt. Dort wartet mit den Füchsen Berlin die nächste schwierige Aufgabe für die Grün-Weißen. Cheftrainer André Haber hat für die Partie am Sonntagnachmittag um 16 Uhr einen klaren Plan für den ersten Auswärtszweier. Wir müssen vor allen Dingen diszipliniert im Angriff spielen und regelmäßig unsere Tore mitmachen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die uns im letzten Heimspiel nicht so gut gelungen ist, dort immer wirklich auch die Angriffseffizienz hochzuhalten. Das ist jetzt das Ziel. Die Ausgangslage sieht nicht sonderlich rosig aus bei den Grün-Weißen. Mit nur einem Punkt sind die Messestädter aktuell die schlechteste Auswärtsmannschaft und konnten in den vergangenen 6 Spielen gegen die Berliner nur ein einziges Mal gewinnen. Abseits der Bundesliga-Platte gibt es jedoch auch gute Nachrichten. Die Leipziger führen zum ersten Mal die Nachwuchsrangliste im deutschen Handball an. Das geht aus der Rangliste zur Effektivität der Nachwuchs- und Anschlussförderung der Bundesliga-Clubs hervor. Mit Sicherheit gibt es in Deutschland einige Leistungszentren, einige Vereine, die dort sehr viel Wert auf ihre Nachwuchsarbeit legen. Dass wir jetzt anscheinend einige Bundesligaspieler entwickelt haben, das freut mich persönlich sehr und muss ein Fingerzeig sein für die nächsten Jahre, dass wir uns an dem Anspruch messen lassen und dass wir das weiter tun wollen. Ich finde, es ist ein großes Lob an alle Nachwuchstrainer, die in der Entwicklung der Jungs beteiligt waren. Auf dem zweiten Platz landeten übrigens die Füchse Berlin, die das Ranking in den beiden Vorjahren angeführt hatten. Vielleicht ja auch ein gutes Omen für die Männer, die Hauptstädter am Sonntag im Ligabetrieb zu schlagen.